kaufst auf Raten noch mehr Speicher für deine Daten. Für immer im Zimmer und verpachtest deinen Garten. Sagst du bist fleißig, kommst gar nicht mehr raus. Suchst deine Freunde im Chat und arbeitest von zu Haus. Mit Chip unter der Haut und vom Leben keinen Plan. Steckst im Netz fest, spendest deine Daten an die AOK. Tante Alexa ist immer mit dabei und deine Erinnerung ist in der Timeline. Was wenn da oben einer zusieht und sieht, wie das hier unten zugeht? Kaum auszumalen, was geschieht, wenn da einer den Stecker zieht. Manche glauben Google, manche glauben nur ans Geld. Andere an Götter, mancher sieht die Welt, wie sie ist, was sie kann und was sie uns zum Erfahren gibt. Zeigt uns selbst und dann, was es zu bewahren gibt. Nicht die Nullen und Eins und dieser ganze Scheiß. Geht um die guten Sachen, die uns zum Menschen machen. Das Leben lebenswert und alles, was das Herz begehrt, ohne dass es Geld kostet, dennoch ist es so viel wert. Was wenn da oben einer zusieht und sieht, wie das hier unten zugeht? Was hat er sich wohl dabei gedacht, was den Menschen zum Menschen macht? Bist du noch mit dabei? Warum höre ich nur immer Leute meckern? Meckern als ein Tier. Immerhin teilen sie sich mit, aber sagen sich nicht viel, nicht wie gut ist. Warum ist es so? Ist es blöd zu fühlen und ist zu sagen, steht es irgendwo? Die sehen nur schwarz oder weiß, welche Farbe bist du? 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 Hast selbst gesagt, das Leben ist ein Mosaik. Leben wir nicht alle nach demselben Prinzip? Du bist Mensch, du bist echt und du wirst geliebt. Jeden Tag erfährst du den Unterschied zwischen Wahnsinn und Wunder, Stress und Harmonie. Sag mir, was ist das Ziel und was steht auf dem Spiel? Es liegt an uns, wie wir die Dinge deuten. Du kannst auf der Welle reiten oder vor der Welle fliehen. Was wenn da oben einer zusieht und sieht, wie das hier unten zugeht? Ich hoffe, du musst nie erleben, was geschieht, wenn da einer den Stecker zieht.